Ich weiß, ihr mögt Unboxing-Videos, also gibt es mal wieder eins. Gerade angekommen, vor fünf Minuten hat FedEx geklingelt und jetzt geht's los. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich habe ein Unboxing für euch. Gerade angekommen, ein Paket von FedEx. Ihr könnt das hier sehen, wunderbar verpackt. Schauen wir mal, wie ich dran komme. Gibt, glaube ich, hier keine Ecke, die man besonders aufmachen muss. Ne, muss ich irgendwo an irgendeiner Stelle aufschneiden, dann tue ich das mal. Na? Na, das ist aber hier ganz schön gut verpackt. So. Polsterfolie. Ah. Und noch etwas drin. Wunderbar. Das hier sollte das Leatherman sein, was als Zugabe dazu kam. Schauen wir uns das kurz an. Jawohl. Das Leatherman Surge, was als Zugabe dabei war. Wunderbar, super, freue ich mich drüber. Aber das war ja nicht der Hauptbestandteil, also machen wir weiter mit dem Hauptbestandteil. So, das ist das gute Stück. Das nehmen wir mal weg, da steht meine Adresse drauf. Laco Edition 96. Ihr könnt sehen, in einem schönen, schmalen, grauen Kasten. Laco Edition 96. Hier ist der Pin drin. Ganz im Ernst, das sind so Sachen, die finde ich immer witzig, aber die brauche ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Ein Sammlerpin. Kann man das sehen? Ein Sammlerpin Laco Edition 96. Schön, aber werde ich wahrscheinlich nicht weiter verwenden. Die Garantiekarte glitzert so ein bisschen, ganz nett gemacht. Referenznummer, ich habe die Nummer 74 von 96, war ich also schon relativ spät beim Bestellen, obwohl ich tatsächlich am Tag, als die Uhr rausgekommen ist, sofort bestellt habe. Also schon sehr schnell ausverkauft die Uhr. Und hier haben wir das gute Stück. Super. Gefällt mir richtig gut. Ich zoome mal ein kleines bisschen rein, dass man es etwas besser sehen kann. Ist schon klasse. Gefällt mir richtig gut. Ach, diese Fiddelsarbeit hier. So. Da ist das gute Stück. Wirklich klasse. Und ich packe sie auch direkt an den Arm, denn jetzt geht auch schon die eine Woche am Arm los mit dem Auspacken. Oh, das Band ist, oh, das ist echt lang, mein lieber Schwan.
Da werde ich wahrscheinlich Zusatzlöcher reinmachen müssen. Oh ja, wenn ihr hier ein Klopfen hört, ich habe die Handwerker nebenan. Ja, das ist definitiv zu lang, das Band. Da muss ich ein Zusatzloch reinmachen. Das habe ich auch nicht so oft, ist aber nicht weiter schlimm. Besser als zu kurz. Wunderbar, ich freue mich sehr. Mehr kommt demnächst in separaten Videos.